Unsere Kinder werden immer mehr zur Minderheit im eigenen Land. Sie werden gemobbt, verachtet und verhöhnt in den Schulen, weil sie Deutsche sind. Scharia statt Grundgesetz gilt in vielen Klassenzimmern. Mädchen werden unter Druck gesetzt, weil sie einem vermeintlich islamischen Sitten- und Bekleidungskodex nicht einhalten. Lehrerinnen berichten davon, dass sie sich nicht mehr trauen, kurze Kleider anzuziehen. Und Israel soll aus den Atlanten geschnitten werden. Das findet in unseren Schulen statt. Und darum schicken auch so viele Politiker von ihren Fraktionen hier ihre Kinder auf Privatschulen, meine Damen und Herren.